auf den Reisen, nah und fern, bevorzuge ich überwiegend die Aquarelltechnik. Nehme einen 12-farbigen Aquarellkasten mit, zwei Pinsel und genügend Aquarellpapier. Das ist eigentlich das gesamte Sortiment. Damit kann ich spontan bestimmte Motive, die mir ins Auge fallen, aufnehmen. Vor allem das Licht ist für mich entscheidend. Da nutze ich natürlich das Weiß des Papiers und die Aquarellfarbe, die sehr transparent ist. Damit habe ich wunderschöne aquarelltechnischen Lichteffekte erreicht und die ich dann auch ganz impressionistisch auf Papier bannen kann. Denn damit sind vor allem die Stimmungen, die für mich entscheidend sind, ein wesentliches Element, dass nicht das Reale, das ich direkt sehe, ist so entscheidend, sondern eben auch die Stimmung wird impressionistisch von mir aufgenommen, wobei auch sehr viel die Literatur eine Rolle spielt. Ich nehme auch sehr viele Bücher mit. Die Lyrik fließt auch zum Teil mit in diese Bilder ein, immer aber immer mit einem Bezug zur Natur.